jetzt noch die letzte Viertelstunde, dann die letzte Folge für heute. Also zum Auf für diese Aufnahmesession. Und dann war das dann nächste Woche auf jeden Fall wieder mit Markus arbeiten, dass wir ein bisschen was machen. Wir müssen, glaube ich, noch ein paar Dinge sammeln. Dann haben wir so fast alle komplett. Muss ja mal einfach nicht, sonst hier läuft irgendwas rum. In der Playlist gucken, falls ihr den einen oder anderen Teil sammeln wollt, müssen wir mal die Playlist gucken, da stehen nämlich, sind eigentlich alle Sachen drin. So, hier ist irgendwo was, genau. Ja, da waren wir ja schon fleißig mit der Sammelleine. Das hat tatsächlich auch schon was geholfen, weil einige Leute gefragt haben, wo finde ich das und das, und da konnte ich meine Videos reinposten. Also wollte ich sagen, hier kannst du gucken, da sind dieser ist das Zeug. Habe ich auch die Wege mit aufgenommen und haben dorthin. Ja. So. Ich, ja, so Tipps. Also mal Gedanken für Dead by Daylight. Das wäre super, bei Gedanken, wie gesagt. Ich denke, es hat auch Spaß gemacht, auch wenn man für die Leute, die da nicht so drin sind in diesem Spiel, ne? Ja. Also mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Weil halt immer wieder was anderes ist, gerade wenn du dazwischen die Killer mal durchwechselst und so. Dann ist es halt auch nicht so trocken, teilweise wie es jetzt momentan, einfach bei jeweils im Forest ist. Ja. Weißt du? Ja, also ich war mal so, ich mach da vielleicht mit, weil jetzt ist momentan halt wirklich im Angebot für 12 Euro. Ich habe jetzt vor kurzem geguckt, das war noch bei 35 Euro. Ja, ja, genau, ist gerade 63% runtergesetzt. Ah, okay. Für, ja, ich hab's ja Plus, kurz für Plus-Mitglieder. Die Special Edition, aber ich würde mir dann halt keine DLCs oder sowas holen, ne? Wahrscheinlich. Ja, ja gut, wenn du das nicht möchtest, klar, dann hast du halt nur die Standard-Killer und so, ne? Aber ja, dann ist das ja erstmal egal. Ja, nee, gucken. Alles gut, da kann man ja immer noch irgendwann sagen, ey, wenn es mir doch, wenn es jetzt dann doch richtig Bock macht, kann man ja immer noch was holen. Also ich habe mir tatsächlich alle für nochmal 20 Euro, 40 Euro in das Spiel investiert und habe mir wirklich alle Killer und alle Überlebenden geholt. Also ich habe jetzt voll alle DLCs drin. Die hatte ich mich auch nicht, fehlt nämlich auch 3 Killer oder so. Dazwischen hatte ich ein paar nicht spielen konnte, was ich auch schade fand. Aber ich will gerne mal, ich probiere ja aus. Ich probiere jetzt einen Killer an Killern aus und habe jetzt ein paar, wo ich denke, ja, das könnte mal wieder was werden, wo ich dann mal sage, vielleicht mache ich auch mal eine Solo-Killer-Runde zum Beispiel. Aber eigentlich, wenn man da teilweise bei solchen Spielen zu viert, weil das ist auch wieder einer der wenigen Spiele, wo man sagt, man kann zu viert spielen, ne? Ja, theoretisch könnte man ja sogar zu 5 spielen, ne? Du kannst theoretisch bei Dead by Daylight sogar zu 5 spielen, ja. Richtig, aber dann wirklich nur Killer Friends, aber wir machen es halt mit zu 4, weil wir wollen zu 4 machen. Aber den Trupp halt beibelassen wollen und nicht immer sagen, ey, nur für Dead by Daylight einer dabei. Na komm. Keine modernen Pfeile mehr. Ah, deswegen ist der. So. Man merkt halt auch wieder, dass wir raus sind, wenn wir teilweise wirklich nur ganz kurze Folgen. Ich habe hier Folgen mit halben Stunden und alles, um dann erst zu kriegen. Das ist wirklich 15 Minuten, um ein bisschen was zu bringen an Content. Um diesen Slot nicht ausfallen zu lassen. Das ging mir nämlich jetzt letztes Mal auf den Sack, wo ich jetzt über das Internet ausfall. Konnte man mal keiner dafür. Ich konnte nicht aufnehmen. Ich konnte euch kein Star Wars weitermachen. Und da waren halt so 3-4 Tage mal Pause. Aber es kann, steckt halt nicht drin. Und sowas halt, wenn irgendwas spackt, aber irgendwas, irgendwie eine Leitung hier im Haus tot. Es war aber wirklich nur dieser Block hier. Was passiert dann halt einfach? Dann kann man auch sagen, ey, dann geht nichts. Sachen, was ich dich mal fragen wollte, ne? Wenn man hier über diese Share-Funktion, sag ich mal, Videos aufnimmt, ne? Ja. Hab ich die Möglichkeit, diese Videos an Freunde zu teilen? Ich denke durch die Gruppen. Ich finde da nichts. Ich denke mal, ich glaube. Ja, ich ziehe mir die halt zum Beispiel auf dem USB-Stick. Ich schneide die ja, ich schau da ja Intros vor und ich schneide ja ein bisschen was raus und so. Weil zwischendurch muss ich ja so ein bisschen Gelaber rausschneiden. Ja, weil ich hatte nämlich ein kleines Video mal aufgenommen von einem Spiel und wollte das einem Freund schicken. Ansonsten schickst du mal. Also du machst das machst du einen YouTube-Kanal. Was auch kein Problem ist. Nee, ich habe keinen. Doch, du hast einen. Doch, ja, aber... Ja, da kannst du ja quasi die Videos hochladen und dann kannst du ja da
Da kannst du ja dann den Link schicken oder so, das geht ja auch. Ja, das ist aber... Ja, wie gesagt, muss man klammern. Also wie gesagt, Weitland werde ich auf jeden Fall wieder auf dem Let's Play machen, das ist klar. Das ist ein... Das sollte drin sein. Wobei ich sehr viele Projekte habe, momentan wieder. Weil ich habe ja jetzt so nichts, was man sich bei YouTube angucken könnte. Ja doch, teilweise, es gibt tatsächlich viel zu wenig weibliche Let's Playerin, muss ich sagen. Also ich kenne jetzt kaum jetzt wirklich, wo ich sagen muss, die ich mir jetzt dauerhaft angucke. Muss ich sagen. Also wie gesagt, weibliche, schwierig immer. Sehr tatsächlich ja, viele Männerdomäne. Weil die ganzen Mädels, die machen wenig Let's Plays, sondern die sind eher so ein bisschen Beauty-Kanal, Tipps und Tricks und sowas. Ja, das ist ja gar nicht meins, ne? Ne, aber alles gut, muss ja nicht jeder, muss ja selber für dich selber entscheiden. Meine Sparte ist es halt nicht. Wobei ich mittlerweile extrem wenig selber wenig Let's Plays gucke. Ja, da habe ich auch so meine Spanne, das ist auch ein bisschen gucken. Das habe ich auch nur angehalten, ich überlege gerade. Ja, da ist auch nur eine weibliche bei und die wird mittlerweile bei ihm auch gar nicht mehr mit, also nur noch bei Twitch. Ach du Straumhof, ich kann nicht halt nicht. Hier läuft so ein Scroll bei mir vorne vor der Nase rum. Okay, ich bin gerade weiter weg, ich hole mir gerade neue Pfeile. Warte mal, kann ich das nicht mit links machen? Hier ist schon. Ja gut, die bekannteste ist ja dann, ohne jetzt Werbung für sie zu machen, ist ja Pandoria quasi so, die bekannteste Let's Playerin. Die kenne ich nicht. Freunde vom Gronkh. Den kenne ich nicht. Ah, den gucke ich auch nicht rein. Ah, ich schon. Ist halt so mein absoluter Lieblings-YouTuber, ne? Da gucke ich ja so viel. Ich habe ja so für bestimmte Spiele gucke ich halt immer den und den YouTuber. Ja, das hab ich auch. Wenn ich den Pokémon gucke, zum Beispiel, dann gucke ich mir Domtendo an. Weil das halt für mich in dem Bereich der Beste ist. Ja, ich muss da sagen, ich habe jetzt aber auch nicht viele Spiele, die ich mir angucke bei YouTube. Nein, echt. Ah. Also, 7 Days gucke ich mir immer wieder gerne an. Da gibt es halt einen bestimmten, den ich recht gerne gucke. Du, ist hier irgendwas. Halt teilweise... Ja, ich dachte mir jetzt gerade, ob da wer weg ist. Ja, hier draußen nicht was Großes habe ich gerade hier. Letztes noch kurz ein paar Pfeile reingejagt. Na, das Große ist weg gerade. Leider von mir ein bisschen mit der Kettensäge. Ja, ich eile gerade. 2 Stück liegen hier. Nehmen Sie mir mal. Ist hier sicher? Ja, wie gesagt, es gibt halt nicht viele Let's Plays, die ich dann so gerne gucke. Ja. Ah, schade, einer schon wieder. Diesmal, der kriegt die Rüstung nicht. Alles gut. Was ich zum Beispiel auch sehr gerne gucke, so Let's Play mäßig, ist hier The Hunter Call of the Wild. Das ist ja auch voll meins, ne? Ja, ich brauche halt viel Action auf meinem Kanal. Ich habe das, ich mag halt, wenn ich wirklich Action habe. Ich kann ja nie sowas wie Minecraft. Meine Freundin wird mich wahrscheinlich jetzt gleich umbringen. Aber sowas, das ist halt... eigentlich nicht so meins. Man fehlt halt einfach irgendwo die Action. Aber es ist manchmal zwischen gut zum Abschalten. Auch Minecraft ist toll. Auch was wir da, was ich da mit meinem besten Freund, was wir da alles gebaut haben in unserem Spiel. Es ist ja ähnlich wie diese V ist halt, ne? Aber also kannst du wie V spielen.
Das ist halt, du kannst halt bauen die ganze Zeit und du kannst einfach dann kreativ frei laufen lassen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich persönlich setze mich da lieber mit der Lego-Kiste hin. Das ist für mich dann wie, wenn ich kreativ sein will, die Entspannung. Ach ja, da hätte ich auch kein Problem mit Lego. Ja, wir haben jetzt vor Weihnachten haben wir jetzt wieder. Hier in Leipzig gibt es ja einen Lego-Shop. Und da haben wir ja dann ein bisschen eingekauft. Ja, das macht Problem, Spaß. Da kannst du auch so viel Geld lassen. Ja, das kenne ich. Ja, wir haben es dann. Also, ich musste mich persönlich bremsen. Dass ich nicht irgendwie da ein paar hundert Euro lasse. Das kenne ich. Thank you.